Hallo und herzlich willkommen bei Videoaktiv. Heute teste ich Einbeinstative und zwar eigentlich aus einem Eigenbedarf heraus. Wenn wir auf Messen unterwegs sind, sind Dreibeinstative schlicht und ergreifend zu langsam, zu schwer und auch schlicht und ergreifend ein bisschen zu störrisch. Man muss sie einfach den ganzen Tag rumtragen. Deutlich leichter sind Einbeinstative und sie haben einen Vorteil, sie sind extrem schnell. Man kann also hier mal eben die Größe verändern und man merkt also schon, da geht also ganz schnell ganz viel und man kommt auch mal eben, so wie man sieht, jetzt ganz aus dem Bild raus. Und das ist auch die Idee da dabei, dass man einfach extrem schnell arbeiten kann und dennoch wie ein Kameramann eine Stabilität reinbekommt. Und man merkt schon, ich habe das Ganze jetzt hier gemacht während des Erzählens. Es ist also das flotte Arbeiten, nicht unbedingt die hundertprozentige Stabilität. Wir wollen einfach zeigen, was braucht man denn wirklich beim Einbeinstativ? Was macht denn Sinn? Und das zeigen wir hier und natürlich auch im Test in der Videoaktiv 5 2014. Und ich fange jetzt einfach mal an mit dem Manfrotto-Stativ. Das ist das MVM 500A. Manfrotto ist der Begründer dieser Gattung, das kann man so mit Fug und Recht behaupten. Und was sie hier oben drauf packen, ist durchaus ein recht nobler Kopf mit Counterbalance. Ein nicht ganz leichtes Produkt, das heißt also das ganze Stativ wiegt doch relativ viel. Aber ich habe wirklich die Möglichkeit, sehr sauber zu schwenken und ich habe eine Schnellwechselplatte, die sich recht einfach bedienen lässt. Das ist hier eine Schraube da und ich kann die Kamera einfach runternehmen und wieder draufsetzen und zuschrauben und schon habe ich meine Kamera auch im mobilen Einsatz nachher. Unten am Stativ gibt es eben entsprechend Schnellspanner, die eben entsprechend dann auch das Höhenverstellen sehr leicht machen und schnell machen. Und ansonsten ist es natürlich gedacht, dass ich das Stativ hier huckepack nehmen kann und damit direkt losspazieren kann. Und wie die Aufnahmen aussehen, das zeigen wir jetzt gleich mal. Und weil ich es gerade eben vergessen habe, der Preis des Stativs, 333 Euro, ist also damit das teuerste Stativ in diesem Testfeld. Was ich hier habe, ist ein eindeutig etwas günstigeres Modell mit 190 Euro, wobei die Bauvariante dieses E-Image MA70 schon sehr stabil ist und auch vom der Gewichtsklasse her mit dem, was Manfrotto liefert, durchaus identisch ist. Auch hier sind Schnellspanner dabei, mit denen ich relativ schnell die Höhe ändern kann. Bis zu 2 Meter sind auch hier möglich, ein paar Zentimeter mehr bei Manfrotto. Das Stativ von E-Image hat ebenfalls einen Fluidkopf und eine Schnellspannvorrichtung. Einmal hier zum Entriegeln, einmal hier einen Sicherheitshebel drücken, dann kann ich die Kamera runternehmen und wieder einsetzen und hiermit wieder verriegeln. Dieselbe Riegel gibt es nochmal hier für diese Ebene, Schwenkebene und einmal auf der anderen Seite für die horizontale Schwenkebene, sodass ich also horizontal wie vertikal fluid unterstützt schwenken kann, wobei der Kopf nicht ganz so sanft läuft wie der von Manfrotto. Wie die Bilder aussehen, das zeige ich jetzt einfach mal.
Als drittes Stativ im Test habe ich das iFootage MogoPod. Das wird geliefert von Rollei und es ist definitiv das Stativ, das die leichteste Verstellung in der Höhe hat, weil, wie man sieht, es fährt gleichzeitig das untere und das obere, der obere Teil des Stativs aus. Es erlaubt auch so einen Teil wie eine Fahraufnahme und gleichzeitig habe ich hier unten drin ein letztendlich Fotokugelkopf, der sich in der fluid gelagert oder zumindest gedämpft eine Verstellung zulässt, sodass man also sehr schön eigentlich einstellen kann, dass es ein bisschen schwerer läuft und es wie eine Art gedämpfte Bewegung machbar ist da damit. Man sieht es so schon ganz gut. Wie das funktioniert, werde ich nachher noch zeigen. Das Stativ kostet 200 Euro, aber im Gegensatz zu den zwei anderen, die wir im Test haben, ist hier eben nun kein Kopf dabei, sondern das ist wirklich nur ein Stativ. Das heißt, Schwenken geht natürlich sehr wohl, weil eben das über die untere Ebene möglich ist, aber horizontal schwenken eben nur durch diese Bewegung. Wie das Ganze dann eben in der Praxis aussieht, das zeige ich jetzt einfach mal. Besonderheit bei dem Rollei-Stativ ist die Schnellverriegelung über eine Drehschraube am unteren Ende. Einmal hier rüber gedreht, öffnet sich hier die Verriegelung und die Beine können weggeklappt werden für den Transport. Noch eine Besonderheit ist, ich kann das ganze Stativ hier abschrauben, beziehungsweise das untere Teil des Stativs hier abschrauben und dann dafür eben entsprechend hier diese Skaterrollen ansetzen. Die Idee ist, dass ich die hier anschraube, ich setze es gerade mal auf den Boden und dann entsprechend mit diesem Stativ auch Fahraufnahmen möglich sind. Natürlich ungedämpft und ungefedert, aber in jedem Fall kann man so rollen. Das ist einmal natürlich während der Aufnahme machbar mit Einschränkungen, es macht aber in jedem Fall den Transport bequemer.